Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Im November, das haben wir eben gehört, ist also die Welt zu Gast in Nordrhein-Westfalen. Die Welt schaut dann auf Nordrhein-Westfalen und fragt, was passiert in Sachen Klimaschutz. Und ich hoffe, wir können dann nicht nur auf unsere nordrhein-westfälischen Bemühungen bezogen sagen, es passiert viel und viele packen an, dass es auch wirklich gelingt. Das hier sind Chinma George und AJ Sanyo. Sie waren in der vergangenen Woche hier im Landtag. Sie sind so etwas wie Vorboten für die Klimakonferenz gewesen. Leider sind sie auch so etwas wie Vorboten für die Klimakatastrophe. Denn für Millionen von Menschen auf der Erde ist die Klimakatastrophe nicht düstere Zukunft, sondern schon heute bittere Realität. Chinma George kommt aus Nigeria. Der Norden Nigerias ist mit der Region des Tschadsees schon heute vom Klimawandel sehr stark betroffen. Der Tschadsee ist 1960 so groß wie Nordrhein-Westfalen gewesen. Heute ist er noch so groß wie Berlin. Das Klima sorgt für immer weniger Niederschläge und eine Ausbreitung der Sahara und eben dafür, dass der See immer kleiner wird. 20 Millionen Menschen in der Region sind direkt oder indirekt von diesem See abhängig. Und ein Grund für das Erstarken der Terrororganisation Boko Haram ist das Verschwinden des Sees. Wer keine Perspektive hat, der flüchtet sich in Extreme. 2,7 Millionen Menschen in der Tschadsee-Region sind auf der Flucht vor Boko Haram. In Nigeria brauchen wir also nicht nur in die ferne Zukunft blicken. Dort gibt es indirekt schon heute Klimaflüchtlinge. Und es werden mehr erwartet. Denn die 14 Millionen Megacity Lagos liegt eingekreist von Meer und Lagune. Der steigende Meeresspiegel hat hier also direkten Einfluss auf Millionen von Menschen. AJ Sanyo kommt von den Philippinen. Er hat den Taifun Haiyan erlebt. Und dieser Taifun überstieg alles, was bis dahin bekannt war, alle bekannten Windgeschwindigkeiten. Er sorgte für Millionen von Obdachlosen und Zehntausende Tote. AJ Sanyo überlebte den Taifun, verlor aber viele Freunde und Familienmitglieder. Und seitdem es diesen Taifun gibt, gibt es immer mehr und immer heftigere Taifune. Übrigens, liebe Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, hatte jede Fraktion die Chance, die beiden Klimaaktivisten zu treffen. Aber außer uns und den Piraten hatte niemand ein Interesse, den dringenden Appell der beiden zu hören, den sie an uns gerichtet haben. Wir brauchen euch im Parlament. Wenn ihr nicht für den Kohleausstieg kämpft, wer ist dann noch für uns da? Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich das gerne als Kompliment für uns Grüne alleine werten würde, dieser Appell richtet sich ehrlich gesagt an uns alle. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen gemeinsam den begonnenen Weg weitergehen. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten und für die streiten, die unsere Unterstützung am nötigsten brauchen. Auch Chinma George und AJ Sanyo wissen, dass Nordrhein-Westfalen das Klima nicht alleine retten kann. Aber sie sind darauf angewiesen, dass Industrienationen, die die beiden ganz klar als Hauptverantwortliche ihrer eigenen Misere sehen, handeln und ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir sind nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern von Nordrhein-Westfalen verpflichtet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben auch als Landtag von Nordrhein-Westfalen eine Verantwortung. Denn wir gestalten mit unseren Gesetzen, mit unseren Anträgen und mit unseren Wünschen an die Regierung unsere Art zu leben, unsere Art zu wirtschaften mit. Wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass Entscheidungen, die wir treffen, eben nicht nur die Wirtschaft und das Leben in Nordrhein-Westfalen beeinflussen. Sie beeinflussen auch Menschen, Länder, Tiere und Pflanzen in anderen Teilen der Welt. Und es ist unsere Aufgabe, daran zu denken. Und es ist unsere Aufgabe, nicht auf andere Länder zu zeigen, wie Hovenjürgen, und zu warten, bis die anfangen. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur an uns, sondern auch an andere zu denken. Und ja, es gibt Länder, die mehr CO2 ausstoßen als wir. Aber abgesehen von einem großen Land im Westen findet in vielen Ländern ein Umdenken statt, anders als Sie, lieber Herr Hovenjürgen und Herr Höhne, dass Sie uns weismachen wollten. Ich nehme mal China nur als ein Beispiel. Die chinesische Regierung fährt gigantische Regierungsprogramme zum Umstieg auf erneuerbare Energien an.
Die Ziele für Windenergie und Solar für das Jahr 2020 wurden in der Zwischenzeit verzehnfacht. China hat Anfang des Jahres Kohlekraftwerksplanung für 30 Kohlekraftwerke zurückgenommen und weitere 300 Gigawatt in 600 Blöcken komplett auf Eis gelegt. Und das nur mal kurz als Relation. Ja, bei uns schreit ja die Opposition sofort die Deindustrialisierung aus, nur weil ein Kraftwerk eventuell vor Gericht scheitert. Und weil Sie, Herr Höhne, eben gesagt haben, wie sollen uns andere Länder das nachmachen, das sei alles viel zu teuer, nehme ich auch noch mal das Beispiel Indien herein. Denn Indien baut in den nächsten 10 Jahren 57% des Energieverbrauchs aus nicht fossilen Quellen. Und Sie sagen ganz klar, ich habe ein Zitat eines Regierungsmitarbeiters, der sagt, rechnet man die Kosten der Kraftwerke mit ein, ist Ökostrom in Indien inzwischen günstiger als konventioneller Strom. Das ist das, was wir den Inderinnen und Indern und allen vormachen. Und so muss es eben auch gehen. Und ja, die USA, da ist leider gerade alles anders. Da kassiert der egomanische Präsident zentrale Bestimmungen zum Klimaschutz per Dekret. Da wird mit einem Klimaleugner als Chef der Umweltbehörde der Bock zum Gärtner gemacht. Und während wir hier in Nordrhein-Westfalen Fracking einen Riegel vorschieben, wird in den USA ein Exxon-Chef Außenminister. Und mal ganz abgesehen davon, dass es auch hier im Haus Kollegen gibt, für die, so hat sich das an einigen Stellen auch eben hier angehört, der Klimaschutz irgendwie Beiwerk ist, gibt es Menschen, die in dieses Parlament einziehen wollen, die genau in dieselbe Kerbe schlagen wie Trump. Menschen, die nicht anerkennen können, was 99% aller Forscherinnen und Forscher sagen, die noch immer nicht anerkennen können, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und uns alle damit gefährden. Wir müssen dafür kämpfen, dass diese Leute hier im Parlament nichts zu sagen bekommen. Während wir im Landtag hier an dieser Stelle Ende 2015 den Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen verabschiedet haben, hat sich die Staatengemeinschaft in Paris darauf verständigt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad begrenzt werden soll, am besten sogar auf unter 1,5 Grad. Doch leider auch an dieser Stelle schlechte Nachrichten. Die bisher angemeldeten Reduktionsziele der Weltgemeinschaft werden dafür leider nicht ausreichen. Im November wird sich die Staatengemeinschaft dann hier in Deutschland, hier in Nordrhein-Westfalen treffen. In Bonn wird darüber diskutiert werden, wie die Ziele von Paris erreicht werden sollen, welche Staaten vorangehen und welche noch Unterstützung benötigen. Wir in Nordrhein-Westfalen hatten mit dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaschutzplan gezeigt, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden wollen. Deutschland hingegen wird sein Ziel einer 40-prozentigen Treibhausgasreduktion für 2020 krachend verfehlen, wenn es so weitergeht. Und zwei Sektoren sind ganz entscheidend, ob wir in Deutschland unsere Klimaziele erreichen: die Energiewirtschaft und der Verkehrssektor. Denn während die Industrie seit Anfang der 90er Jahre ihre Emissionen um 27% reduziert hat, haben Teile der Energiewirtschaft und der Verkehrssektor bisher noch nichts zur Treibhausgasreduktion beigetragen oder sie sogar erhöht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, die Energiewende, aber ehrlich gesagt müsste ich sagen, eigentlich die Stromwende, die wir hier in Deutschland schon erreicht haben, hat schon zu verringerten Emissionen beigetragen. Mit dem Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen, der Photovoltaik, mit Biomasse und Wasserkraft haben wir begonnen, die Stromversorgung zu ändern. Aber schauen wir mal in einen anderen Bereich von Nordrhein-Westfalen, die Kohlekraftwerke im Rheinischen Revier. Die haben seit 1990 mit keiner einzigen Tonne CO2-Reduktion beigetragen. Und alle Berechnungen zeigen, ohne einen Kohleausstieg erreicht Deutschland die selbstgesteckten Klimaschutzziele niemals. Und dann beobachte ich hier und heute bei vielen und Kolleginnen und Kollegen eine Irrationalität, die ich mir manchmal wirklich schwer vorstellen kann. Einige von Ihnen haben Angst vor Dingen, vor denen Sie keine Angst haben müssten. Ich verstehe Sie auch wirklich nicht, die Angst.
Sie haben Angst, ja auch Sie, Herr Öhne, Sie haben Angst vor einer Veränderung. Sie haben Angst vor Innovation, Sie haben Angst davor, tatsächlich mit neuen Ideen Arbeitsplätze zu schaffen. Angst, den Leuten durch frühes Handeln, durch frühe Entscheidungen eine Perspektive zu geben. Und Sie schüren hier sogar Ängste und sagen, hier fallen mal eben von heute auf morgen Arbeitsplätze weg. Das ist wirklich nicht das, worum es hier geht, sondern hier geht es darum, den Menschen eine Perspektive aufzuzeigen und zu zeigen, dass man genau das verhindert, dass man eben nicht von heute auf morgen hier ein Problem hat, sondern dass man den Wandel gestalten kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, überwinden Sie Ihre Angst, planen Sie jetzt, steigen Sie mit uns aus der Kohle aus. Dann und nur dann müssen die Leute vor Ort nämlich keine Angst um ihre Zukunft haben. Und um für die Zukunft gewappnet sein, da brauchen wir Mut. Und ehrlich gesagt, Industrie, Wirtschaft und Handwerk haben teilweise viel mehr Mut, als Sie und auch als Sie sich das hier überhaupt vorstellen können. Und dort gibt es Konzepte für Klimaschutz, dort gibt es die Konzepte für die Arbeit mit erneuerbaren Energien, dort gibt es Konzepte zur Effizienzsteigerung und zum Energiesparen. Und ganz ehrlich auch nochmal an Sie ein Wort gerichtet, Herr Hovenjürgen, Ihre Ausführungen zur Stahlindustrie und Chemieindustrie haben ehrlich gesagt gezeigt, dass Sie eben gerade nicht wissen, was hier vor Ort auch los ist. Die Stahl- und die Chemieindustrie arbeiten genau beim Thema CO2. Nutzung zusammen, dass eben die CO2-Emissionen, die hier stattfinden bei der Stahlindustrie, eben auch genutzt werden. Und genau das sind so Projekte, die Mut machen, wo Industrie vorangeht, und Sie machen dann einfach nur Angst. Und um die letzten Ängstlichen dann auch auf die richtige Bahn zu bringen, braucht es Lotsen, die sie nicht nur beschützen, sondern auch in die richtige Richtung drängen. Apropos Bahn. Wenn wir über Klimaschutz reden, müssen wir eben auch über Verkehr reden. Denn der Verkehr ist der Bereich, in dem in den letzten Jahren die Emissionen nach oben gegangen sind. Die Bundesregierung erscheint da machtlos, sorgte vor Jahren nur für eine Biokraftstoffquote, rief ein Ziel für Elektromobilität aus, schrieb einen Bundesverkehrswegeplan, der nur auf das Auto setzt. Und dann lehnt sie sich wieder zurück im Sessel, dreht Däumchen und schaut den Betrügereien der Dieselindustrie tatenlos zu. Und stattdessen ist es doch längst höchste Zeit, endlich auch in Deutschland alternative Antriebe und moderne Verkehrskonzepte zu entwickeln. Seit Jahren erklären wir, dass die deutsche Autobranche auf alternative Antriebe setzen soll. Und da kann man doch glatt den Eindruck bekommen, dass uns Grünen mehr an der Rettung der deutschen Automobilindustrie liegt als allen anderen. Das hätte man sich doch nie vorstellen können. Und auch hier ist ehrlich gesagt hier wieder von Ihrer Seite Angst vor Veränderung spürbar. Das Einzige, was der aktuellen Bundesregierung und auch den Kolleginnen und Kollegen von der FDP zu den Herausforderungen der zukünftigen Mobilität einfällt, ist freie Fahrt für freie Bürger. Herrn Hovenjürgen ist ja zum Thema Klimaschutz und Verkehr nur das Thema Stau eingefallen und dass man das durch Bauen, Bauen, Bauen löst. Ehrlich gesagt, Sie sind ein trauriger Haufen angstgetriebener Bleifüße, der Angst um seine Privilegien hat. Das ist doch nicht mehr feierlich. Eine Verkehrswende bedeutet mehr als den Verbrennungsmotor durch Elektromotor zu ersetzen. Eine wirkliche Verkehrswende bedeutet eine neue Art der Mobilität. Die Menschen wollen Lebensqualität in den Städten. Wir müssen das Radfahren, die Busse und Bahnen attraktiver machen. Wir brauchen mehr Investitionen in den Radverkehr. Der Radschnellweg im Ruhrgebiet ist hier ein erster guter Schritt. Wir brauchen mehr Investitionen in die Schiene, anstatt immer mehr und größere Straßen. Wir brauchen mehr Güterverkehr auf Schiene und Wasser und einen Personenverkehr mit Bus, Bahn, Pedelec und Fahrrad. Wir brauchen attraktive Angebote für Pendlerinnen und Pendler und für Reisende. Und auch deshalb setzen wir uns für ein Ticket ein, mit dem Menschen für 2 € pro Tag durch ganz NRW fahren können. Denn dann lassen Menschen für eine Fahrt von Kleve nach Siegburg, von Aachen nach Düsseldorf, von Gütersloh nach Hamm und von Dortmund nach Siegen auch ihr Auto immer öfter stehen und nutzen Bund und Bahn. Die Leute wollen auch im ländlichen Raum mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin. Die Leute wollen durch ihr Fortbewegen etwas fürs Klima tun. Und das geht mit dem vernünftigen Ausbau mutiger neuer Verkehrskonzepte und nicht den Konzepten der 60er, 70er und 80er Jahre. Das geht nur mit grünen Ideen für nachhaltige Verkehrspolitik. Und sehr geehrte Damen und Herren, für all diese Veränderungen braucht es Mut.
Mut, um Neues durchzusetzen, Mut, um gute Konzepte umzusetzen, Mut, um unsere Welt zukunftsgerecht zu gestalten. Wir haben diesen Mut, wir stellen uns dem Wandel und wir wollen frische Luft, Lebensqualität und eine abgasfreie Zukunft. Herzlichen Dank.